Heute kommt's zum Kampf der Giganten. Wie schlägt sich ein Kondensatormikrofon mit XLR-Anschluss gegen seinen baugleichen Bruder mit USB-Anschluss? Wir testen das Ganze mit Gesang und mit Sprache und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender und der Showdown zwischen unseren beiden Mikrofonkandidaten heute ist schon ein besonderer. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, ein nahezu baugleiches Mikrofon mit unterschiedlicher Anschlussart zu testen? Wir nehmen also das AT2020 von Audio-Technica mit der, es ist glaube ich eine Kleinmembrankapsel verbaut in einem Großmembranmikrofon mit XLR-Anschluss. Das heißt, für den Betrieb braucht man auf jeden Fall ein Audio-Interface. Das gute Stück kostet knapp 90 Euro. Braucht man noch ein Kabel dazu und dann kann man das in ein Audio-Interface einstecken, wenn du schon eins hast. Schön. Wenn du keins hast, müsstest du das dazu kaufen. Das heißt, der Preisvorteil von 90 Euro plus Audio-Interface ist quasi keiner, denn das USB-Mikrofon kostet etwas über 200 Euro und das kostet die Kombination zwischen Audio-Interface und dem XLR-Mikrofon kostet auch ungefähr das gleiche. Sagen wir mal so Pi mal Daumen. Ne? Das heißt also, wenn der Preisvorteil nicht da ist, muss es wahrscheinlich einer im Handling sein. Welche Vorteile hat zum Beispiel die USB-Variante? Natürlich hast du mit dem USB-Mikrofon sofortiges Plug-and-Play. Das heißt, das USB-Kabel rein, dann direkt auf der anderen Seite in den Rechner rein, entweder einen Laptop oder einen PC und da merkst du schon, dass die Anschlussart sehr schnell auch unterwegs vorgenommen werden kann und zack, noch eben Kopfhörer rein ins Mikrofon und schon kann es losgehen. Hier ist es ein kleines bisschen aufwendiger, hier ist ein XLR-Kabel, kommt hier erst rein, das muss dann ins Audio-Interface, das Audio-Interface mit USB-Kabel dann hinten an den Rechner, hier noch ein Kopfhörer rein. Auf der anderen Seite hast du natürlich hier zum Beispiel sehr komfortabel die Möglichkeit beim XLR-Mikrofon den Pegel hier zu regeln und zwar händisch, haptisch, wobei du das hier am Rechner mit einem Software-Schieber machen musst und da ein bisschen tüfteln muss. Das heißt, hier im Einpegeln hier vielleicht ein bisschen komplizierter und hier ein bisschen einfacher, dafür hier im Aufwand und im Aufbau ein kleines bisschen komplizierter. Ich denke mal, unterm Strich tun sich beide nichts. Vielleicht sollte man eher überlegen, für welchen Anwendungszweck man beide hat. Wenn du zum Beispiel startest mit deinem Heimstudio und ordentlichen Klang haben willst, aber jetzt kein großes Audio-Interface hast oder brauchst und hauptsächlich über Kopfhörer arbeitest oder auch unterwegs arbeiten möchtest und aufnehmen möchtest, dann bist du mit der USB-Variante hier gut aufgestellt. Da hast du alles dabei, Kabel rein, Kopfhörer rein, fertig. Wenn du aber zwischendurch auch mal ein weiteres Instrument zum Beispiel aufnehmen möchtest, dann ist natürlich ein Audio-Interface mit zum Beispiel zwei Eingängen wie dieses hier natürlich deutlich im Vorteil. Außerdem kannst du hier hinten ein paar Boxen anschließen. Das kannst du wiederum beim Mikrofon mit dem USB-Anschluss nicht machen. So haben beide Seiten also ihre Vor- und Nachteile und du wirst sicherlich auch noch den einen oder anderen Vor- oder Nachteil kennen, den du mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben kannst. Ob es einen klanglichen Unterschied gibt, das schauen wir uns gleich mal in der Session an und wenn du herausfinden willst, ob es einen gibt oder ob du einen hörst, dann kannst du dir die Spuren auch gerne runterladen, die ich aufgenommen habe. Wir gucken gleich mal kurz in die Aufnahmesession rein, bevor wir dann in die Mix-Session reingehen. Aber die Spuren kannst du dir, wie gesagt, runterladen bei mir auf der Seite im Recording-Blog. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und kannst dir da alles runterladen, mal reinhören. Und bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst, ob es da tatsächlich einen hörbaren Unterschied zwischen den beiden Spuren gibt und zwischen den Aufnahmen oder nicht. Ich habe aufgenommen einmal Sprache und einmal Gesang. Das heißt, du kannst dann auch wirklich mal unterscheiden, falls du Podcaster bist, ob dieses Mikro für dich in Frage kommt oder ob du vielleicht doch lieber die flexiblere Lösung mit dem USB-Interface in Betracht ziehst. So, jetzt gehen wir aber in die Aufnahmesession. Ich zeige dir ganz kurz mal, wie ich gesungen habe, wie ich gesprochen habe und dann gehen wir danach direkt in die Session rüber und hören uns das Ganze mal an. Und wie gesagt, vergiss nicht, dir die Spuren runterzuladen. Falls dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rein in die Aufnahme und ich bin mal gespannt, was du sagst. Los geht's. In einem Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Bin auf der Sonnenseite, stets auf die Füße gefallen und hab stets Federn des Glücks am Hut. Ich schreib's am Ende der Tage für alle deutlich zu lesen. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich mir ein kleines bisschen Mühe gegeben. Ich habe also die Aufnahmen hier reingezogen und habe die dann jeweils so geschnitten, dass man abwechselnd die eine Spur und die andere Spur hört. Und wenn ich jetzt mal abspiele, möchte ich dich einfach mal bitten, die Augen zu schließen, vorher Kopfhörer aufsetzen oder eben deine guten Monitorboxen anzumachen, Augen schließen und dann einfach mal hören, ob du einen Unterschied hörst und welchen Unterschied du vielleicht hörst. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt.
Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren nannte. Puh, das ist echt eine Ansage, ne? Also, ich möchte mir jetzt kein Urteil erlauben und ich bin sehr gespannt, was du unten reinschreibst. Ich möchte dich auch gar nicht beeinflussen, deswegen tu mir wirklich Gefallen, tu uns einen Gefallen und schreib wirklich, was du meinst, ob du wirklich was hörst, unten in die Kommentare. Und wir gehen einfach mal auf die Gesangsaufnahme, die ich gemacht habe und hören einfach mal, ob vielleicht da was zu hören ist. Ich spiele das mal kurz ab. Gleiches Prinzip, ne? Ich habe die Spuren wieder gegenseitig hier freigeschnitten, bin diesmal mit der anderen Spur angefangen, also mit der XLR-Mikrofonspur und wir hören mal, ob es da vielleicht einen Unterschied gibt. Ich bin gut durchgekommen, hab alles mitgenommen, was das Leben auch für mich immer bereithielt. Hab jede Sekunde genossen und in mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt. Konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben mich oder dich mal wieder auslaugt. Also wirklich eine schwierige Aufgabe, ne? Jetzt sehe ich aber schon den einen oder anderen, der denkt, ja, es ist ja nicht nachbearbeitet irgendwie. Wenn man erstmal anfängt, solche Signale nachzubearbeiten, dann hört man die wirklichen Unterschiede. Ich bin darauf vorbereitet und habe einfach mal gedacht, komm, dann packe ich doch mal einen Kompressor auf die Spuren und sorge einfach mal dafür, dass wir mit einem Kompressor die Dynamik ausgleichen und die leisen Teile mehr nach vorne holen und die lauten Teile ein kleines bisschen abfedern, sodass wir eine ausgeglichenere Dynamik und damit ein bearbeitetes Signal haben. Da sollten ja jetzt die Schwächen oder Stärken oder die Unterschiede zuvor treten. Gucken wir einfach mal, wie das klingt. Und wir springen mal hier bei der Sprachaufnahme nochmal kurz rein hier an dieser Stelle und hören mal kurz, also Augen zu und nochmal gucken und hören. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren ihre Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bärte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich fortan Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier. Tja. Also wie gesagt, ich möchte dich nicht beeinflussen. Schreib mir unten in die Kommentare, was du davon hältst. Lad dir am besten auch die Spuren runter. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Lad dir die Spuren mal in deine DAW rein und hör einfach mal nochmal intensiv drauf, ob du einen Unterschied hörst. Und wenn du keinen Unterschied hören sollst, schreib mir doch einfach mal, für welche Variante du dich entscheiden würdest. Lieber die XLR-Variante, die ein bisschen flexibler ist mit dem Audio-Interface, oder lieber das USB-Mikrofon, weil du vielleicht nur Podcasts machst. Also nur, ne, solltest nicht kleiner machen, aber weil du vielleicht nur Podcasts zu Hause aufnimmst und eigentlich nicht größeres Setup brauchst oder so, oder vielleicht auch flexibel unterwegs sein sollst oder muss. Schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich also sowieso, hier unten das und das Video zu schreiben. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!